Wie geht es den Steuerberatern eigentlich selbst mit der Gesetzesflut? Könnte ich jetzt als Steuerberaterin in Karenz gehen, wieder kommen und meine Kunden weiter betreuen wie vorher? Na ja, Frau Doktor, ich gönne natürlich dieses erste Kind von Herzen, aber wenn Sie gleich die nächste Schwangerschaft dran setzen wollen, ich würde mir das gut überlegen, weil als Steuerberater hätten Sie keine Chance. Wenn man da 2 Jahre aus dem Geschäft draußen ist, da können Sie beginnen, eine der schwierigsten Prüfungen in unserer Republik, nämlich die Steuerberaterprüfung, neuerlich zu machen. Nichts ändert sich so rasch wie das Steuerrecht. Der Gesetzgeber bleibt zwar unser bester Lieferant hier, aber wir können die Bundesgesetzblätter gar nicht mehr so schnell lesen, wie sie gedruckt werden.